Jeder, der hierher kommt, fragt sich erstmal, was bedeutet eigentlich Ololo? Es ist genau wie mit der Kunst. Wenn man ein Bild ansieht, wenn es noch dazu ein gutes ist, weckt es Assoziationen in einem. Und selbst wenn man nicht versteht, was der Künstler vermitteln wollte, empfindet man trotzdem etwas. Wenn man Ololo hört, werden gewisse Empfindungen geboren. Es ist ein Spaßwort. Es hat etwas Kindliches, Rundes, Schelmisches, aber auf jeden Fall etwas Positives. Alle Assoziationen sind denkbar. Wir haben das Ololo Art Studio gegründet mit dem gewagten Ziel, innerhalb von 20 Jahren zu einer der bedeutendsten Akademien der Künste heranzuwachsen. Hier sollen Menschen aus ganz Asien ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Heute ist Kirgisistan ein nutzloses Land, in dem nichts von Wert für die Welt produziert wird. Wir haben einen Traum von einem Kirgisistan, das der Welt was zu bieten hat. Im 21. Jahrhundert wird in der Produktion die Arbeit von Menschen noch weniger wert werden. Maschinen, Roboter, Computer und künstliche Intelligenz werden wohl einen Großteil der Arbeit übernehmen. Aber Kunst und Kreativität ist noch immer dem Menschen vorbehalten. Ololo House ist eine Hommage an die Idee des Bauhauses. 1919 in Berlin eröffnet, arbeiteten dort die genialsten Architekten, Designer und Künstler ihrer Zeit, unter anderem auch die Russen Kandinsky und Malevich. Wir glauben, dass wir es schaffen, viele Künstler mit interessanten Projekten und Ideen zu sammeln. Sie können dann nebeneinander in einer Art Coworking Space unter demselben Dach arbeiten. Das wird eine Menge toller Ideen und Kreationen geben. Menschen, die in Kirgisistan künstlerisch tätig sind, haben das Gefühl, dass sie niemanden mit ihrer Kunst erreichen. Gleichzeitig erwarten die, die sich an der Kunst erfreuen, dass der Künstler alles der Kunst opfert, sich ihr sozusagen voll hingibt. Wir als Kunststudio beschäftigen uns mit der Lehre. Wenn die Leute herausfinden, dass diese Ausbildung einen Preis hat, hören wir oft, das ist ja unverschämt, Kunst sollte kostenlos sein. Wir Kirgisen haben in unserer Haltung gegenüber der Kunst irgendeine Art Phobie für Kunst zu zahlen entwickelt. In der Sowjetunion wurden wir als Kinder ins Theater gebracht, auch die Soldaten wurden ins Theater geschickt. Das heißt, die Leute wurden gezwungen, sich künstlerisch zu betätigen. Und es kostete die Familie nichts. Und heute, wenn man sich die Buchhaltung eines Theaters ansieht, wird man feststellen, dass noch immer 90% der Kosten vom Staat bezahlt werden. Dieses Land braucht eine kulturelle Revolution, durch die wir die Mentalität verändern können. Die Hauptprobleme in unserem Land sind die lahmende wirtschaftliche Entwicklung und die Nehmermentalität, die nicht selten in Korruption mündet. Das beeinträchtigt auch die Entwicklung der Kunst entscheidend. Wir wollen über die Grenzen Bischkeks hinausgehen. Unser Ziel ist es, auch Standorte in Almaty und Osh zu eröffnen. Auch dort soll sich Coworking etablieren. Wir hoffen auch, dass wir mit einer Schule kooperieren können, um ein Programm für Kunst ins Leben rufen zu können, das Kindern Kunst näher bringt. Heute sind alle Schulprogramme darauf ausgerichtet, das Gehirn zu trainieren. Themen wie bildende oder darstellende Kunst scheinen da nur eine untergeordnete Rolle zu spielen. Ich glaube, dass es bald eine Schule geben wird, in der der Fokus auf der Entwicklung eines künstlerischen Geschmacks und der Kreativität des Kindes gerichtet ist. Eine solche Schule könnte viel erfolgreichere Menschen formen, die auch den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gewachsen sind.